Zweites Training in der Abfahrt. Wie taugt es dir hier auf dieser doch nicht sehr spektakulären Piste? Ja, für mich war das schon heute ein bisschen spektakulär während dem Fahren. Es hat eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht so ganz funktioniert. Ich bin jetzt oben ein bisschen, halt eine Passage, die habe ich mir ein bisschen gerade angeschaut. Das war nachher, nachdem sie das da umgesetzt haben und ein bisschen runter, war das eigentlich ein gescheiter Blödsinn und bin komplett ins Strudeln gekommen da oben schon und habe dann eigentlich meine Probleme bis unten gehabt. Bin nicht so richtig ins Fahren gekommen. Der Ski war auch ein bisschen was zu giftig war, aber ja, wie schon gesagt, haben wir wieder ein Modell, was wir auf die Seiten stellen können und ja, die Strecken so ist eigentlich cool. Matthias hat vorhin auch gerade gesagt, heute war es einfach das bisschen schneller, dann schaut die Geschichte ganz anders aus. Ein paar Passagen werden dann unruhiger und du hast dann schon zum Tun. Also das ist dann, so wie es beim ersten Training ausgeschaut hat, eine gemütliche Abfahrt, fein und Ding, das werden wir nachher am Renntag, glaube ich, wird schon richtig zur Sache gehen und gescheit zum Kämpfen sein. Ich sage einmal, das war halt ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe mich gesteigert vom ersten Training aufs zweite. Habe aber natürlich mit dem Rückstand, was ich habe, noch einiges zu tun. Die Jungs da vorne, wie es der Jansrud und der Innerhofer, die haben einen perfekten Lauf fast schon erwischt. Also ich hoffe oder glaube, dass man nicht viel schneller fahren kann in dem Teilabschnitt. Deshalb heißt es, die Linie einfach sich einzuprägen und die probieren zu kopieren. Ja, es ist noch nicht nach Wunsch verlaufen, aber ich fühle mich recht gut und ich bin zuversichtlich, dass ich es morgen und aufs Rennen auf jeden Fall hinbringe. Der Wettergott, der spielt ja momentan auch nicht wirklich mit. Angst, dass es vielleicht am Ende eine Windlotterie wird dann beim Rennen? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass die Organisation schaut, dass das ein faires Rennen wird und wenn es keine fairen Verhältnisse sind, dann werden sie das Rennen sicher verschieben. Wie taugt dir die Strecke hier im Allgemeinen? Sehr gut. Also es ist am Anfang hätte ich es mir ein bisschen leichter vorgestellt und mit dem Speed, der was jetzt von Tag zu Tag kommt, ist doch technisch sehr anspruchsvoll. Ich nehme auch noch sehr, sehr zufrieden nach den perfekten Trainingsläufen. Bist du aus rot-weiß-roter Sicht der Favorit? Ja, es hat ganz gut geklappt, speziell gestern. Heute haben wir ein bisschen schwerer getan, es waren ein bisschen schwierige Verhältnisse heute mit dem Wind. Aber ich fühle mich eigentlich recht wohl und ich glaube, ich kann schon schnell sein. Ihr seid ja da in dem Hotel relativ abgeschieden von den anderen Olympioniken. Ist das gut, ist das positiv oder ein bisschen schade auch, weil man eigentlich vom Olympia-Flair jetzt einmal bis zum Rennen nicht so viel mitbekommt? Also ich persönlich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass wir eben von den Kern-Olympia ein bisschen abgeschieden sind, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Aber auf der anderen Seite, für Sportliche ist es sehr positiv und sehr lässig. Also das, was sie da hingebaut haben, also aus dem Hotel raus, in die Gondel laufen, es könnte nicht besser sein.